Pia Thiel-Jansroth hat sich am Dienstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt der Herren auf der Kitzbüheler Streifbrüche an zwei Fingern zugezogen. Der norwegische Skirennläufer postete auf Instagram ein Bild, das ihn in einem Krankenbett mit einer Buntener Hand zeigt. Er schrieb dazu, Streif gegen Jansroth 1:0, und kündigte die baldige Rückkehr an. Hinweis für mich, wenn du die Balance verlierst, versuch nicht, dich mit der Hand am Eis abzustützen. Sehr unglücklich, zwei gebrochene Knochen zu haben, aber ich bin in kürzester Zeit zurück, gab sich der 33-Jährige zwei Wochen vor Beginn der WM in Are kämpferisch. In diesem Winter hat Jansroth im Super-G-Weltcup einen Sieg in Lake Louise gefeiert und war in Gröden Dritter geworden. Punkt. Mehr bei Spox, Ärger über die Streif, das hat mit Skifahrerin nichts mehr zu tun. ÖSV Bestzeit im ersten Kitzbühel-Training.